Heute vor 25 Jahren ist Falco bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik tödlich verunglückt. Hans Hölzel, wie Falco mit bürgerlichem Namen hieß, hat so etwas wie Popgeschichte geschrieben. Sein Hit Rock Me Amadeus war der bislang einzige deutschsprachige Song, der es auf Platz 1 der US-Popcharts geschafft hat. Trotzdem, Falcos Karriere war durchwachsen. Erst nach seinem Tod ist seine Musik quasi unsterblich geworden und wird immer wieder neu entdeckt. Auf die Spur des Phänomens Falco begibt sich heute Abend auch wieder die Doku Falco Forever Young um 22 Uhr in ORF1 von Patrick Hiebler. Mit ihm spreche ich gleich nach dem von ihm gestalteten Beitrag, den Sie jetzt sehen. Wollt ihr den fatalen Falco? Falco, wie man ihn kannte. Oder wie er sich zumindest als Kunstfigur selbst gerne sah. Professionell, arrogant. Leicht unnahbar, ein Superstar made in Austria. Falcos Einzigartigkeit zeigte sich spätestens 1986, als er mit Rock Me Amadeus einige Wochen die US-Charts anführte. Ich muss da sagen, ich war gar nicht gut drauf, als ich hörte Nummer 1 in Amerika, weil ich wusste, was das für eine Belastung ist. Doch nach dem Höhenflug folgte der jähe Absturz des Falken. Ein sogenannter Karriereknick. Anfang der 1990er befand sich Falco eher am Tiefpunkt seiner Karriere. Er versuchte, an alte Erfolge anzuknüpfen, durchaus auch mit Selbstkritik. Viele Fans, viele alte Fans nehmen es mir berechtigterweise ein bisschen übel, dass sie sagen, ja, sag einmal, wir würden ja warten darauf, dass wir wieder einmal was verstehen von dir, aber du musst doch bitte konstatieren, wir können da nicht ein Semester Universität belegen, um eine Nummer von dir zu verstehen. Wir haben die Zeit nicht dazu und wir haben auch gar nicht die Lust dazu. Ich bin bereit. Erst nach dem Titel Out of the Dark, der kurz nach seinem Tod veröffentlicht wurde, gelang Falco wieder ein Nummer 1-Hit. Seither boomt das Geschäft mit der Kunstfigur. Es hängt aber vielleicht damit zusammen, dass die Musik relativ zeitlos ist, dass das viele Geld, das man damals in die Produktionen gesteckt hat, die Falco LP war immer so teuer wie eine Rolling Stones LP zu produzieren. Dass das sich jetzt auch auszahlt. Fest steht, Hans Hölzel wäre mit all dem, was heute rund um seine Person passiert, nicht restlos zufrieden. Aber die Kasse klingelt. Jedenfalls ist Falco heute dort, wo er schon zu Lebzeiten gerne gewesen wäre. There's a couple of drinks more, please. Und ich begrüße jetzt ORF-Kollegen Patrick Hiebler bei mir im Studio, der den Beitrag und heute Abend auch die große Doku über Falco gestaltet hat. Richtig. Schön, dass du da bist. Hallo. Du hast dich sehr intensiv mit diesem Phänomen Falco auseinandergesetzt, deiner Meinung nach. Was macht denn diesen Mythos so außergewöhnlich? Ich glaube, die Produktion, der Text, die Musik hat einen gewissen Punkt überschritten. Und das ist quasi auch dieses Zeitlose, das das Phänomen Falco ausmacht. Natürlich muss man auch dazu sagen, er war ein Ausnahmekünstler, vor allem auch für Österreich. Er hat eine interessante Biografie. Und diese Gemengelage quasi macht das Phänomen Falco meiner Meinung nach aus. Auch das, was wir jetzt gerade gehört haben, dass das außergewöhnlich waren, diese Produktionen ja auch für die damalige Zeit. Hat viel Geld gekostet, richtig. Und ich finde auch, die Texte sind immer noch zeitlos und treffen einen gewissen Zeitgeist und sprechen immer noch Dinge an, die heute sehr interessant sind. Du hast ihn ja auch selbst gekannt, hast da Interviews auch gemacht, hast ihn ein bisschen begleitet quasi eine Zeit lang. War er wirklich so, wie man das weiterhin so denkt? Also unnahbar, schwierig, wie hast du ihn erlebt? Also er war im persönlichen Umgang, wenn niemand anderer dabei war, ein sehr liebenswerter, gescheiter, netter Kerl. Vor allem dann war er nett, wenn er gemerkt hat, dass man sich mit seinem Schaffen, sage ich jetzt einmal, befasst hat. Also nicht nur 0815 Fragen als Journalist gestellt hat, sondern sich wirklich ein bisschen befasst hat, gescheite Fragen gestellt hat, auch kritische Fragen gestellt hat. Wenn andere dabei waren, war er mitunter schon auch ein bisschen der Superstar, unnahbar, arrogant und mitunter auch ein bisschen schwierig. Wenn ich das einmal so sagen darf, Alkohol getrunken hat, war es ganz schwierig, da musste man ein bisschen auf ihn aufpassen.
War es auch das, was ihm tatsächlich im Weg gestanden ist, also Drogen, Alkohol, diese Dinge? Er war sicher eine sehr fragile Persönlichkeit, die immer unsicher war. Er hat zum Beispiel mich als 21-Jährigen gefragt, wie er die neue Kunstfigur Falco, wie er das neu anlegen soll, um wieder an alte Erfolge anzuschließen. Das war für mich fast ein bisschen zerstörend, beziehungsweise verstörend, weil ich mir gedacht habe, warum fragt er mich? Das müsste ja eigentlich eine fixfertige Persönlichkeit sein. Die war ja de facto eigentlich nicht. Er war immer ein gewisser Suchender auf eine gewisse Art und Weise. Und natürlich kam ihm dieses Drogen- und Alkoholproblem, das leider Gottes de facto wirklich da war, natürlich auch ein bisschen auch immer in den Weg. Der Hype ist nach wie vor da, gerade eben nach seinem Tod. Wir haben es gerade gehört. Wäre Falco denn eigentlich zufrieden mit dem, was jetzt eigentlich passiert rund um ihn? Dazu ein klares Jein, glaube ich. Grosso modo schon. Bei diversen Vermarktungsformen, die es rund um ihn gibt, wie, ich sage jetzt einmal, Mozartkugeln mit Falco-Konterfei oder Bier und diversen anderen Dingen. Ob ihm das wirklich so gepasst hätte, das glaube ich nicht. Aber letzten Endes, glaube ich, schaut er vielleicht auch ein bisschen auf uns runter und denkt sich, jetzt habe ich es allen gezeigt. Ich bin immer noch der einzig internationale österreichische Superstar. Patrick, vielen Dank für die Informationen, für den Beitrag und wir freuen uns auf die Doku heute, die du gestaltet hast. Falco Forever Young, 22 Uhr in Rolf 2. Genau, gerne.